von dem Psychologen Philip Tetlock, eine Pionierarbeit, die 28.000 Vorhersagen von Experten untersucht hat. Was haben sie vorhergesagt? Was ist tatsächlich eingetreten? Es geht immer um Komplexes, ganz wichtig, wenn man Entscheidungen untersucht. Es geht um komplexe Entscheidungen über gesellschaftliche Fragen. Es stellt sich heraus, ich mache es ganz kurz, es stellt sich heraus, müssen gar nicht in die Details gehen, kein Unterschied. Experten sind auch, welche Überraschung, nur Menschen. Sie zeigen dieselben kognitiven Fehler wie normale Bürger. Es gibt aber eine Besonderheit, die ihm auffällt. Experten weisen bei falschen Vorhersagen ausgefeiltere Rechtfertigung auf, dass sie eigentlich im Grunde irgendwie doch ziemlich eigentlich richtig gelegen hätten.